Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, in der letzten Folge haben wir alles schon mal vorbereitet. Jetzt wollen wir auf jeden Fall noch eine Pumpe bauen, weil ich möchte die Quest noch abschließen. Ich habe das drin, ich habe das drin, ich habe das drin, ich habe das drin. Das heißt, ich habe meinen Motor fertig. Was brauche ich jetzt noch für eine Pumpe? Ich brauche noch einen Stahlrotor, ich brauche noch eine Stahlschraube. Habe ich beides nicht. Dann nehme ich mal. Dann nehme ich gleich 7 mit, ist auch egal. So, dann hätte ich gesagt, dann lasse ich als erstes mal die Bolts laufen. Gleich 2 laufen. Dann lassen wir gleich noch den Rotor laufen. Haben wir das auch? So, was ich jetzt aber nicht weiß, ist, ich brauche bestimmt auch noch eine Pipe. Waren das Stainless Steel Normal? Ja. Dann brauche ich nochmal 3 davon. Und auch langsam geht mir mein Stainless Steel aus. Ein. Ich habe jetzt nicht mehr gemacht, als ich muss. Und die werde ich jetzt erstmal dann dahin klemmen. Achso, ja. Nö. Ja. Das ist fertig. Das ist. Ah, nee. Bolts vergessen. Lü. Open. Lasset uns dran rumschrauben. Haben wir die Schraube fertig. Dann haben wir die Pumpe. So, Pumpe. Sehr schön. Und Quest completed. Pumpe kommt erstmal da dran. Und dann war das oben. Import. Direkt da. Und jetzt sage ich zu dem, er soll mir mal das ganze Zeug da reinpumpen. Jetzt haben wir nämlich Liquid Ender drin. So, werde ich jetzt zwar noch nicht brauchen, aber ich werde brauchen ein Circuit Nummer 1. Dann habe ich ja von hier übrig. Einhauen. Energie übrig haben wir auch. So, und jetzt brauche ich das. Und ich brauche noch eine Enderperle. Jawohl, länger. Das läuft dann. Das ist schon mal sehr schön. Forming Press für die Münze habe ich mir gemacht. Machen wir gleich mal die Vorbereitungen. Ja, das heißt, die habe ich jetzt da gemacht. Die war einfach nur draußen. Das habt ihr ja gesehen, habe ich ja Stahl reingeworfen. Habe es jetzt mir dann rausgeholt. Habe dann auch noch einen Tank Liquid-Ender rausgeholt. Dann brauche ich jetzt eine Goldplatte. Die Goldplatte kommt in die Forming Press. Und wir haben einen Coin Black One. So, und dann heißt es jetzt, wir brauchen jetzt den
Ein Junk und ich will ja auf jeden Fall Tier 2 haben. Und ich habe ja noch da draußen einen Circuit rumliegen. Ja, machen wir auch gleich rein. 2. Und wieder weg. Und ich nehme mal beide Coins. So, dann kommt jetzt dann da der Zweier rein und der Coin rein. Und eigentlich hoffen, dass es klappt. Jetzt hoffe ich halt nicht, dass das ein anderer falscher Liquid Ender ist, weil das wäre natürlich Liquid Amount, Temperatur 295. Achso, nee, da kann nicht gehen, wenn da was drin ist. Aber wir haben unseren ersten World Anchor und auch unsere erste laufende unseren ersten laufenden Coin. Alles super. Bin halt noch beim Überlegen, wo wir den jetzt hinstellen. Aber momentan kann ich ihn nur nicht so ganz gebrauchen. Wahnsinn, aber das frisst mir ganz schön Material weg. So, aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen Chunkloader Coin für 24 Stunden oder für 48 Stunden. Und ich habe einen World Anchor. Da werde ich auf jeden Fall das auch erstmal noch belassen. So, bei uns in die Quests HV. Da ist jetzt, haben wir jetzt gerade sozusagen diese Quest abgeschlossen. So. Dann haben wir nämlich jetzt auch diese Quest gleich abgeschlossen. So. Enderperle habe ich da. Und dann brauchen wir noch einmal mein Fließern was. Den Blaze Powder. Haben wir die Quest auch gleich abgeschlossen. Hidden Draws. Draw Key und ein Eye of Ender. Was nennt der Key? Kenn ich noch gar nicht. Können wir auch gleich bauen. Brauche ich da einen Spitz? Kann ich sogar einen kleinen Assembler nehmen. Die haben wir ja. Wenn nicht, können wir ja nochmal einen bauen. Ja, wir machen mit der Quest-Hopping dieses heute. Und ja, vielleicht noch ein wenig am Restaurant rumbasteln. Das wäre vielleicht auch noch sinnvoll. Lassen wir das auch haben. So, ich habe noch ein bisschen Glas nämlich vorbereitet. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es reicht. Ich glaube nicht. So. Genau, dann brauche ich den Key. Kann ich den sogar einstecken? Habe ich sogar einstecken. So, dann heißt es jetzt den Key und ein Eye of Ender.
haben wir die Quest auch gleich durch. Ah, okay, dafür brauche ich noch ein Cleanroom. Ja. Haben wir noch ein bisschen. So, dann haben wir noch einen Universal-Maserator. Den hatte ich ja auch schon fertig. Was man fertig hat, wird auch gleich eingelesen. Apropos eingelesen. Habe ich vergessen. Auch rein. Und der zweite Coin und Eye of Ender. So, was haben wir denn noch alles hier Schönes? Also er braucht, sagt auf jeden Fall Mixing at HV Level. Das ist noch groß. Avengers Assemble. Ja, das sind jetzt die 4000 Liter. Ich glaube, ich habe noch einen so einen kleinen Tank irgendwo. Ja, nehme ich den. Dann brauche ich meine falsch. Die ist da drin jetzt mittlerweile. Ja. Mal danke. Ich hoffe, dass er ihn erkennt, weil ich habe ja eine Pumpe dran. Ja. Auf. Wo? Batterie 1. Haben wir das auch erledigt? So, ein Schlüssel. Und die Pumpe wieder in meinen Rucksack. So, ha. Junkloader, World Anchor. Haben wir. So, das heißt, wir haben schon mal das. Was haben wir denn hier? HV Energy Hedge. Ja, das würde heißen, ich würde den EBF nochmal um einen nach oben pushen. Bräuchte aber halt auch den Strom dafür. Ihr müsst halt dann da wirklich HV dran haben. Momentan haben wir 1901 Kelvin. Und wenn ich jetzt dann nochmal halt, wenn das dann 2000. Ich glaube, ich komme von 1,7. Könnte sogar sein, dass die Coils dann reichen würden. Wenn 1,7 auf 2000 geht, dann gehen halt auch 2,7 auf 3000. Aber das Problem ist halt, ich muss das Chrom erstmal herstellen. Dafür müsste man eine funktionierende Erzverarbeitung haben. Das ist auf jeden Fall, was ich mir jetzt auf die Agenda schreibe. Was wir jetzt als nächstes machen müssen. Aber, was noch viel wichtiger ist, ohne Essen kippt man um. Bleiben mitnehmen. Witzig ist ja, weiß jetzt nicht, ob er das gewollt vergessen hat, unser Dream, oder ob er die einfach übersehen hat, oder ob es vielleicht auch nicht anders geht, das kann natürlich auch sein.
dass man halt die Labs halt nicht sägen muss, sondern dass man die halt mit drei Stück à la Vanilla macht. So. Da habe ich jetzt noch nicht zugemacht. Ich habe jetzt erstmal unten angefangen. Also unten ist jetzt alles Glas drin. Ich habe es den Stein rein so versetzt. Hier muss ich auch noch bauen. Die Treppe wird auch nochmal einen nach vorne rücken. Das ist mir ein wenig zu. Ja. Zu wenig. Küche habe ich jetzt auch schon vorbereiten lassen. Nicht selber vorbereitet. Nein. Gelogen. Profit vorbereitet. Und man sieht, wir sind, oder ich habe jetzt mittlerweile soweit mal die Slabs draufgepackt. Ich hätte jetzt auch gesagt, ich mache jetzt erstmal so weit, dass ich auch die Fenster einsetzen kann. Und wenn es dann zugeht, geht es zu. Wie gesagt, das Wichtigste ist eigentlich, dass der Bereich über der Küche irgendwie zu wird, weil da wird dann irgendwann auch Strom fließen. Ja, da brauchen wir, ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Mixer drin. Wir brauchen auf jeden Fall was war denn das noch? Mixer, Microwave, also so eine Art Mikrowelle. Vielleicht einen Ofen. Müssen wir mal gucken, was wir alles brauchen. Jetzt kann ich schon mal wenigstens einmal rumlaufen. Da bin ich schon glücklich drüber. Was halt leider bei diesen Steinen nicht geht. Ich kann halt mein Bildersword nicht benutzen. Was schade ist. Aber mit sowas kommen wir jetzt auch noch zurecht. Das Einzige, was mich immer nervt, ist genau das. Minecraft nicht erkennt, wo ich das hinsetze. So, das heißt, wir brauchen noch vielleicht 4 Stacks. Könnte alles dicht sein. So. Wir könnten eigentlich den Boden roter Granit, klingt nicht schlecht. Ich gehe mal ins Lager, gehe mal roten Granit holen. Schwarzen Granit können wir natürlich auch verwenden. Ja, wobei nehme ich einen schwarzen Granit statt roten. So, wie voll ist mittlerweile wieder die Schmelze? Ah, okay, die ist wieder voll. Ja, aber jedes Mal, wenn wir jetzt diese Münzen bauen, ne, brauchen wir natürlich da tankmäßig was. Basalt wäre halt auch nicht schlecht. Müsste jetzt Skystone sein, das ist Granit, das ist Basalt. Nehmen wir als sicherheitshalber 2 Stacks von Basalt mit. Muss ich auf jeden Fall durchjagen. Hätte. Moment. Nein. Das machen wir anders. Beck hat eine Idee. Nicht entweder oder, sondern beide. Aber nicht der, sondern der. Und Marble will ich nicht verwenden, weil Marble habe ich jetzt die ganze Zeit schon verwendet. Ja, dann machen wir so ein Bodenmuster rein.
Kacheln. Auf jeden Fall da, wo nicht Geräte stehen. Geräte stehen könnte sein, dass ich da normalen Stein hinsetze. Warum soll ich so einen guten Stein dafür verschwenden? Also so viel habe ich da auch noch nicht. Wird erst richtig viel vermutlich, wenn ich anfange mit dem Quarry zu arbeiten. Einmal. Das dem. Beide. Wieder weg. So, und dann kann das auf jeden Fall jetzt mal noch durchbuckeln. Aus. Und ja, ich muss ihn umschlüsseln, weil sonst geht's nicht. Man sieht. Dann machen wir jetzt nochmal den Boden rein. Bis dahin ist dann alles durchgebrannt, hoffentlich. Dann kann ich noch die anfangen, das restliche Glas reinzusetzen. Ob ich das hier unten so lasse, weiß ich noch nicht. Fällt mir irgendwie nicht. Weil es irgendwie farblich komplett anders ausschaut. Warum auch immer. Jetzt, wir haben jetzt dann gleich achso, ja, stimmt, ich mach's ja oben drauf, dann geht's ja. Schön. Wenn man es von unten macht, dann hat man immer einen Vollblock wieder. Ein Vollpfostenstein, wie gerade. Ja, gleich mal sehen. Ja, genau, fall du jetzt auch noch runter. Was mir jetzt dann noch fehlen. Hey, wird's noch? Herzlichen Glückwunsch. Viermal nicht geschafft, einen scheiß Block zu setzen. Okay, ich habe gesagt, noch einen halben Stack Marbel umcraften. Heißt das für mich, ich brauche nur noch nee, aber seht ihr das? Nee, also das ist schön gelb und das ist. Ich ja der Tür halt. Es kann sein, dass ich da halt Marble-Elemente reinsetze. Oder Steinelemente. Werden wir sehen. Jetzt noch nicht geschafft. So, was nehme ich denn? Smooth Red Granite und Smooth Basalt. Das klingt doch schon mal ganz gut. Sehr dunkel. Ich habe innen drin auch noch nicht ausgeleuchtet. Also, da kann es auch noch lustig werden, da drin. Vor allem, wenn es dann die Decken komplett drin sind.
Da wird's ja noch dunkler, da wird's auch tagsüber dunkel sein. Da habe ich dann eine Monsterfalle. Okay, wo tagsüber geht's, glaube ich, wie ich dem ganzen Glas. So, ich habe jetzt aber auf jeden Fall. Brauche eigentlich die Reihe auch noch, wie ich am Wasser. Weil von unten komme ich ja mit Strom, ich muss von an woanders dann mit dem Wasser kommen. Ich halt auch machen könnte, wäre hier. Und ich hätte jetzt gesagt, ich mache das jetzt einfach schon mal provisorisch für mich so. Ja, wie gesagt, zum Beispiel Sachen, wo ich jetzt nur eine Sache brauche, die kommen auch, die kann ich auch da hinstellen. Beziehungsweise nein, da kommt dann das Servierzeug hin. Heißt, das bleibt auf jeden Fall offen. Noch alles brauchen, weiß ich noch nicht. Heißt, wir haben jetzt schon mal hier auf jeden Fall eine ganze Reihe an Worktable, wo ich jetzt schon mal jetzt schon mal 63 Essen dann reinpacken kann. Rezepte dazu. Ja, hier müssen halt dann kommen die Drawer rein. Immer noch gucken, wie ich das mache, aber das, wie gesagt, das will mir halt gar nicht. So, wir machen jetzt noch das Glas oben. Dann haben wir das auf jeden Fall auch komplett durch. Unten, klar, kann ich nicht alles Glas machen, oben schon. Dann habe ich selbst Touch. Immer noch nicht. Den habe ich auch noch nicht. Sind alle Marvel verbraten? Fast. Dabei ist noch auf jeden Fall 1, 2, 3, 4. Die mache ich jetzt gleich. Das muss sofort. Halt. Weg. Nochmals. Nee, zwei wird nicht reichen. V8. Habe die ganze Zeit überlegt, ob ich hier oben vielleicht so eine Art Terrasse hinmache, aber ich habe ja da außen meine Terrasse dann außen. Das wäre ja dann doppelt mobbelt. Er ist falsch. Genau. Und nochmal 4. So, Dankeschön.
Das ist, oder? Ja. Heißt ein bisschen Glas brauche ich noch, aber nicht mehr viel. Dann brauche ich halt noch einiges an Marble. Bin halt immer noch beim Überlegen, ob ich oben Solar drauf mache oder nicht. Ah, nee, leider muss ich natürlich auch noch bauen. Das heißt, Architecture Craft wird jetzt auch langsam, aber sicher ein Muss. Aber es schaut gar nicht mal so schlecht aus. Ja, aber wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall einen Mixer mit Wasser. Das ist schon mal ein, zwei, wie ich im Brot. Vielleicht stelle ich dann auch noch ein paar Tanks rein. Weiß ich aber noch nicht, welcher Milch und Wasser. Wenn ich jetzt Milkwort habe, Moment. Die mache ich in Extractor, da kriege ich Milk Powder. Beziehungsweise Ja, das ist jetzt dann leider das, was ich nicht weiß. Aber ich habe auf jeden Fall genügend Maschinen. Ich habe auf jeden Fall entweder einen Extractor drin, der wo mir jetzt halt dann da Milk Powder draus macht, oder einen Fluid Extractor. Die zwei werde ich auf jeden Fall brauchen, weil, wie gesagt, ich muss ja auch zum Beispiel Farben drüben herstellen, wie ich Curry, wie ich Rainbow Curry. Ich muss im Mixer muss ich Teig herstellen können fürs Brot und für die anderen Sachen. So, aber so zum Abschluss, wie gesagt, schauen wir uns nochmal Fishing Farming Cooking an. Denn ein paar Kleinigkeiten werden wir bestimmt jetzt herstellen können. Genau. Mixing Boil, Roiling Pin, Sauce Pan. Das sind die Sachen, die wohl noch fehlen. Mixing Boil ist einfach Eisenplatten, Eisenschrauben. Okay, das ist ja, hätte ich schon lang herstellen können. Da, dann nützt das Ding. Ein Eimer. Aber den Eimer nehme ich mir aus meinem Inventar. Ich habe sowieso momentan drei. Vielleicht mal, wenn ich einen habe oder zwei. So, dann haben wir schon mal den Eimer. Alles in Eimer. Eimer, Platten, Schrauben. Mixing Boil haben wir fertig. Rolling Pin. Bakeware. Also Rolling Pin baue ich auch noch. Klar, weil ich ihn brauche. Sind wir schon wieder bei den Bowls. Schön.
oben halt hatten. Und schauen wir das nochmal an, dass da noch ein zweites Rezept gibt. Nein, gibt natürlich eine Vollkatastrophe, wenn ich jetzt Stainless Steel verbraten, denen danach gibt es ein Rezept, ja, und das haben die nur 3 gekostet. Wäre natürlich doof gewesen. Hätte ich gleich mal. Pasta. Pasta. Und wir haben auch eine Bakeware. So, und jetzt fehlt mir eigentlich nur noch das Saucepan. Das ist eigentlich ein Stick. Iron Rod, ein Stick. Noch 2 Eisenplatten. Die kann ich mir jetzt, die nehme ich mir jetzt aber aus dem einfach so raus. Und Nuss. Stick, Stick. Alle, ach so, ja. Eisenplatte, Eisenplatte. Eisenschraube. Rot. Gut. Haben wir auch. Dann hätte ich sagen, machen wir jetzt noch die Rolling Pin. Rods. Hexer, da mache ich jetzt Aluminium. Also eine Platte, ne? Aluminium, Aluminium. Ah, doch keine Platte. Noch ein Ingot. Aber auch kein Ding. Lass noch hin und her laufen. Das heißt, wir haben die nächste Questreihe fertig. Wie gesagt, ich werde jetzt dann hier erstmal alles drin sammeln, was zum Kochen ist. Wird dann alles peu à peu dann rüber in die Küche wandern. Dann werde ich da auch mal mir anschauen, was ich da überhaupt alles aufstellen muss. Genau wie ich im Tofu, ne? Tofu haben wir ja auch, was drüben ist. Canning Machine. Heißt, ich werde irgendwann noch einen HV-Bänder bauen müssen, dass ich mir eine Canning-Maschine leisten kann. Dann wäre mir eigentlich sogar das Essen scheißegal, weil dann habe ich nur noch meine Dosen einstecken. Muss ich gucken.
Aber ich werde trotzdem auch die Rezepte mit herstellen. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt, dass ich das dann nicht mehr mache. Ja, genau. So, okay. Dann kann ich nur noch sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Kritiken, Anregungen und sonstiges habt, schreibt es mal runter in die Kommentare. Und dann kann ich euch nur noch ein Video von YouTubes Wahl oder die Playlist nochmal empfehlen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.